Er kam im Winter vom SV Mattersburg zum FSV Mainz 05. Doch in der Bundesliga konnte sich der 24-jährige Österreicher bisher nicht richtig durchsetzen. Wie er selbst seine Situation in Mainz einschätzt, verrät er uns jetzt. Auf ein Wort mit Karim Onisivo. Karim, bisher 52 Minuten Einsatzzeit in 5 Pflichtspielen sind für mich? Ja, genügend zurzeit, weil ich etwas verletzt war. Und es reicht noch nicht für die Startelf, weil? Ja, wegen meiner Verletzung zurzeit noch, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ich könnte der Mannschaft helfen mit? Ja, mit viel, mit meinem letzten Pass, mit meiner Schnelligkeit. Und ja, das hoffe ich, dass ich es bald machen kann. Der Wechsel nach Mainz war bisher für mich? Ja, sehr schön und sehr gut, aber leider meine Verletzung hat mich ein bisschen zurückgehaut, aber wir sind auf einem guten Weg zu den Euroleague-Plätzen. In den letzten 4 Saisonspielen möchte ich? Ja, noch mehr Einsatzminuten auf jeden Fall und der Mannschaft helfen. Und für die nächste Saison wünsche ich mir? Einen guten Start. Das beste Wiener Schnitzel gibt es in? Prater. Während im Sommer in Frankreich die EM gespielt wird, werde ich? Hoffentlich dabei sein. Jedem Touristen in Wien empfehle ich? Einmal den Wiener Prater gesehen zu haben. Julian Baumgartlinger ist für mich? Ein sehr guter Freund. Rosinen im Kaiserschmarrn, finde ich? Nicht gut. Alles klar, vielen Dank, Karim. Das war's vom Bruchweg. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.